Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu The Valiant. Wir haben beim letzten Mal die Dorfbewohner in Deutschland verteidigt und haben dadurch ein paar nette Items bekommen. Wir haben auch den Gascogne, einen französischen Ritter, kennengelernt und gucken wir mal, wo es uns jetzt weiter treibt. Ich weiß auch noch nicht, ob das hier die letzte Folge ist. Das hängt natürlich wie immer von euch ab. Also immer schön schauen und Daumen da lassen. Haut rein. So, und jetzt gucken wir mal. Es geht weiter. 3. Juli 1217 nach Christus. In der Nähe des Klosters Alba Dominorum. Schwarzwald. Vor mehr als 3 Wochen haben die beiden Ritter das Dorf hinter sich gelassen und beim abendlichen Mahl im Lager bis tief in die Nacht geredet. Am nächsten Morgen schworen Gascoigne de Corbin und seine Männer Theoderich die Treue. Von nun an werden wir den weiteren Weg und seine Gefahren gemeinsam bestreiten. Wir ließen also die sanften Hügel und Täler des Reiches hinter uns und nach einem Marsch, der uns wie eine Ewigkeit vorkam, erreichten wir schließlich den Rand des Schwarzwalds. Im Schatten seiner düsteren Äste sollen zwielichtige Gestalten und eigenartige Orte anzutreffen sein. Das Kloster Alba Dominorum ist da keine Ausnahme. Die Zisterziensermönche haben ihr Wissen über Reliquien vor 70 Jahren hergebracht und auf dem Grundstein des Klosters verewigt. Dieser Stein ist unsere einzige Hoffnung und ich bete inständig zu Gott, dass wir ihn heil vorfinden werden. Der Schwarzwald ist ein herrlicher Ort, auch wenn er ziemlich schaurig ist. Das Tal in den Bergen widersetzt sich hartnäckig allen menschlichen Versuchen, hier eine bleibende Zivilisation aufzubauen. Viele Geschichten berichten von uralten Kreaturen und Überzeugungen, die unter seinem zwielichtigen Blätterdach florieren. Ich kann diesen Eindruck nur bestätigen. Die Schurken, die uns in Ruhrweg angegriffen haben, sind fort. Aber wir sind längst nicht außer Gefahr. Heute Morgen hatten wir Alba Dominorum fast erreicht. Nach einem mehrstündigen Marsch schlug Theoderich das Lager ein paar Meilen vor dem Kloster auf, um die weißen Mönche und die Einheimischen nicht durch den Anblick dutzender bewaffneter Männer unter unbekanntem Banner in Aufruhr zu versetzen. Aus diesem Grund werden auch viele unserer Kameraden in unserem Lager zwischen den Waldeshügeln verbleiben. Gascoigne wollte mit einer Handvoll Männer die verschlungenen Pfade der Gegend erkunden. Dann durchbrach vor einer Viertelstunde der Ruf eines Horns urplötzlich die Stille und verstummte. Ein böses Zeichen, wie man mir sagt. Tja, da hat's wohl den Hornbläser erwischt, ne? Fürchtig fast. So, es geht weiter. Das, was da kommen mag. So, das ist das. Übrigens, das schaltet sich auch jedes Mal dann hier quasi jetzt hier so eine Herausforderungssache frei, ne? Missionsherausforderung wählen. Genau. Standhaftigkeitsregeneration außerhalb von Kämpfen ist deaktiviert. Also man kann eigentlich nur noch mit der Fähigkeit dann hochheilen. In dieser Mission ist keine Wiederaufstockung möglich. Okay, das würde wahrscheinlich sogar gehen. Nur der Heldentrupp ist erlaubt. Oh, Mama. Okay. Da geht einiges, wie man hier sehen kann. Also gut. Aber jetzt müssten wir eigentlich unsere Truppen auch gleich nochmal einstellen können. Bei Profil kann ich euch ja gerade eben auch nochmal zeigen. Ne? Hier kann man jetzt verschiedene Portraits freischalten. Ich wähle jetzt hier zum Beispiel den Theoderich, den ich nämlich hier sehr, sehr cool finde. Namensplakette kann ich hier noch einstellen. Farbpaletten werden so mit der Zeit noch freigeschaltet. Das sind alles Dinge, die muss man sich halt verdienen. So. Dann gehen wir zum Missionsstart. Da können wir uns wieder ausrüsten und vielleicht auch leveln. Wieder ein Erfahrungspunkt. Okay, Gegner können durch Angriffe auf Theoderichs Trupp weder Rache noch Blutdurst erhalten. Das ist ziemlich cool, glaube ich. Das machen wir auf jeden Fall. Vergeltungsfähigkeit gewährt 20% zusätzliche Rache zurück.
Der Ausdauer, Grundwert von Theorie. Ja, komm, nee, ich bleibe jetzt hier mal im defensiven Modus. Das ist sehr, sehr cool. So, zurück. Dann bei ihm hier haben wir auch einen weiteren Punkt. Brandgeschosse, Rang 1 Fähigkeit. Verschieß eine einzelne Salve von Brandgeschossen auf ein Zielgebiet, welche getroffene gegnerische Trupps aufdeckt, was ihren erlittenen Schaden um 25% erhöht. Okay, das Video ist sehr klein. Man kann es aber erahnen. Okay, also sie bekommen auf jeden Fall 25% mehr Schaden, was im Nahkampf auch geil ist. So, das nehmen wir natürlich mit rein. So, dann zurück. Und wir haben leider den Gascoigne wieder verloren, so wie es aussieht, aber wer weiß. Aber dafür haben wir jetzt eine Kavallerieeinheit jetzt hier in unserer Stadttruppe mit dabei. Das gefällt mir ganz gut. Ich bin, so wie es aussieht, dazu verdammt, dieses Mal einen Speerträger mitzunehmen. Oder? Ne, ich nehme den Reiter mit. Und ich nehme eine Einheit Schwertkämpfer mit. So rum machen wir das. Weil die sind bis jetzt eigentlich die soliden Truppen, ne? Die Speerkämpfer, es gibt ja auch noch Speerkämpfer mit Schild, haben wir aber noch nicht. Die werde ich dann auch mal ausprobieren, wenn es dann soweit ist. Also ob die dann ein bisschen robuster sind im normalen Nahkampf. Da fehlt halt der Schild und ihr glaubt mir, das ist ein Riesenunterschied. Mit oder ohne Schild zu kämpfen ist gewaltig. Weiter, Männer. Das Horn muss hier geblasen worden sein. Höre ich das Schwert erklingen, Herr? Ja, wir haben keine Zeit zu verlieren. Kommt mit! So, da ist jetzt hier unsere Truppe. Auf dem Weg. Und da brennt die Bude schon. Ich kann schon mal die Kavallerie vorschicken. Da sind sie! Gascoigne! In Theoderich, gepriesen sei der Herr! So, chargen wir mal durch. Zack! Okay, die einen fliehen schon, den muss ich hier eigentlich gar nichts mehr jetzt hier angedeihen lassen. Wow. Das ist der Brandpfeil, wie man hier sehen kann. Komm, dann sorge ich mal dafür, dass die mehr Schaden bekommen. Ah, da kommen Reiter von der anderen Seite. Okay, guck mal, dass ihr da rauskommt. Dieser Kampf ist jetzt schon mal sehr viel heftiger als die davor. Gebt nicht nach. Das ist unsere Chance. Ja, Herr. Setzt sie in Brand. Lasst Salven regnen. Der Tag der Abrechnung steht bevor. Die Bestrafung erwartet euch. Ja. Ich fühle mich auch gerade sehr bestraft. Autschi, ey. Ich darf nicht scheitern. Wirst du auch nicht. Gebt nicht nach. Irgendwas trötet. Oh, sie ziehen sich zurück. Ihr lasst mir keine Wahl. Sie ziehen sich zurück, das finde ich völlig fair. Oh, oh, oh. Ihr scheint fest entschlossen zu sein, mein Leben zu retten. Diese Bastarde kamen aus dem Interalt. Ich bin froh, dass euch nichts passiert ist. Was wisst ihr über diese Angreifer? Es sind dieselben wie in Ruhrweg. Ganz schön zäh, diese Hunde. Sie sind wohl auch auf dem Weg zum Kloster. Vor dem Interalt sahen wir, wie sie das Dorf dort vorne angegriffen haben. Dass das zu den Mönchen gehört. Die sie offenbar auch gefangen genommen haben. Dann befreien wir sie und bestrafen ihre Peiniger. Die Einstellung gefällt mir. Okay, aber jetzt erstmal regenerieren. Alle mal zusammenstehen. Ich ziehe los. Ja, auf mein Wort. Und die Fähigkeit hier gleich mal nutzen. Jetzt will ich gerade mal gucken, kann ich hier irgendwie noch was finden? Na, ich glaube nicht. Okay. Auf dem Weg. Und die regenerieren ihre Standhaftigkeit ja gerade eben auch schon nach oben. Also von daher ist alles cool. Hier könnte ich mich natürlich jetzt umsehen. Im Grunde ist es egal, wohin ich zuerst gehe, so wie es aussieht. Ich könnte auch jetzt erstmal hier hoch. Aber lasst uns erstmal hier diesen Weg entlang gehen, ne? Ich habe relativ wenig Lust, mich jetzt da irgendwie so einem Steilhandgefecht auszusetzen, wenn ich nicht muss. Gascoigne de Corbin, zu euren Diensten. Haha! Ihr glaubt, ihr entkommt, aber das tut ihr nicht. Ihr seid ja gekesselt von der Kavallerie.
Die Bogenschützen haben eine ganz gute Reichweite. Das ist wieder so ein Hornruf aus der Ferne. Rücken vor. Vorwärts. Da ist ein Lager, das können wir uns wahrscheinlich krallen. Da ist der Feind! Kann's kaum erwarten, Bruder. Wir dienen euch. Einmal drüber gecharged und jetzt die da bitte angreifen. Eine Chance in. Attacke! Herr? Ja, Herr. Setzt sie in Brand. Aus nächster Nähe schießen wir jetzt drauf. Komm, da gönnt, das gönnen wir uns. Oh nein. Oh, meine Jungs liegen ja. Das ist nicht cool. Kavallerie einsatzbereit. Sterbt durch meinen gerechten Zorn. So, ihr macht euch da jetzt mal raus. Ich darf nicht scheitern. Ich höre. Die Bestrafung erwartet euch. So, seid ihr jetzt endlich wieder in der Lage, Gegner umzuhauen. Das wäre total toll. Schleichert sie in Stücke. Verwandelt sie zu Asche. Gebt nicht nach. Hochregenerieren. Hier machen wir auch mal eine Ulti, dann sind wir die Ritter vielleicht schnell los hier. Spürt meinen Zorn. Oh nein, 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 nein. Ah, man sieht's halt vorher, ich hab's bloß nicht rechtzeitig gesehen. Sofort hier mal retten gehen, die Truppe. Die Bestrafung erwartet euch. Ihr geht dahin. Kavallerie erwartet Befehle. Eine Chance. Schnell wieder Wind. So. Ich rücke aus. Holt den Reiter jetzt von der anderen Seite. Und damit haben wir das jetzt hier erledigt. Da ist noch ein Item. Das hole ich noch. Also sogar zwei Items. Schnell mal einsammeln. Die können wir brauchen. Brustplatte des Reumütigen. Und Gold. Kommt, Brüder. So, wir erobern jetzt hier dieses Basislager. Dann haben wir immer schon mal einen Ort, an den wir zurückkehren können. Gut. Dann regenerieren wir mal schnell. Wobei, hier gibt es nicht viel zu regenerieren. Dann geht es direkt weiter mit unseren Truppen. Ich kann ja leider keine Verteidigung aufstellen. Hätte ich gerne getan, aber es gibt hier einfach gerade nichts. Oh komm, wir gehen dahin. Ab ins hohe Gras. Es scheint aber nichts hier zu sein, was für uns eine Gefahr darstellt. Also gehen wir weiter. Hier gibt es einiges zu looten und einiges zu bekämpfen. Oh, da sind sie, da sind sie, da sind sie. Ja, Bruder. Sterbt durch meinen gerechten Zorn. So, hoch da. Ihr greift jetzt die da an. Habt ihr gerufen? Im Trab. Reiten wir los, Brüder. Im Trab. Im Galopp. Hier sind wir verlangsamt gerade eben. Sehr ätzend. Kann's kaum erwarten. Gut. Bruder. Wir dürfen nicht verweilen. Hätte schlimmer kommen können. Gib nicht nach. Ja. Und bleib liegen. Da kommt noch mal eine Verstärkung. Blutsbrüder. Überquere das Schlachtfeld. Sterbt durch meinen gerechten Zorn. Jawohl, da haben wir sie gut erwischt. Euren Diensten. Hackt sie in Stücke. Die sind auch gerade eben kurz mal blockiert, so wie es aussieht, durch den Charge, den wir veranlasst haben. Der Tag der Abrechnung steht bevor. Wie können wir euch dienen? Die haben wir jetzt hier auch erledigt. Gut. Angriff. Ich werde mein Können Hier muss ich keine Ulti benutzen. Ihr könnt das aber die euch noch krallen. Die wollen dringend die Bogenschützen jetzt hier sich holen. Ausweichmanöver eingeleitet. In Brand. Im Trab. Vorwärts. Schnell. So, jetzt brennen die und bekommen extra Damage. Holla, die Waldfee. So, dann mal schnell das da oben einnehmen. Ja, Herr. Ich gucke mal, ob ich mit einem Reiter hier schon mal ein paar Sachen einsammeln kann. Reiten wir los, Brüder. Da liegt einiges rum. Holz und dann nochmal eine Wurfaxt. Oh, Kontakt, Kontakt. Ja, da ist einiges am Start. Bogenschützen erwarten euren Befehl. Setzt sie in Brand.
Verwandelt sie zu Asche! Habt ihr gerufen? Oh, damn it! Das habe ich nicht gesehen. Einsatzbereit. Wie die einfach hier kurz mal drüber geritten sind, die Schweinehunde. Ich höre. Bleibt unauffällig. Lanzen und Schwerter. Schwertkämpfer. Holt sie euch, holt sie euch. So. Kavallerie erwartet Befehle. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Kampf gerade eben läuft, aber ich guck mal, ob ich die jetzt hier noch chargen kann, ob ich das schaffe. Komm. Yes. Hahaha. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Bogenschützen. Setzt sie in Brand. Im Galopp. Sterbt durch meinen gerechten Zorn. So, die haben wir auch nochmal gestunt. Schwertkämpfer. Ich hab ein bisschen Angst, ob da hinten nochmal was kommt, ne? Aber es sieht nicht so aus. Kommt, Brüder. So, jetzt holen wir uns die nächste Position hier. Da gibt's auch nochmal ein bisschen Loot. Wobei ich noch nichts wirklich habe looten müssen. Also beziehungsweise nichts wirklich benutzen müssen von dem ganzen Loot-Kram. Nehmen nochmal ein paar von diesen Wurfäxten hier. Na, ich kann halt Einheiten rekrutieren, aber ich muss es nicht. Ich habe noch keine Einheit verloren. Ja, wie ihr wünscht. Gut. Dann machen wir noch die letzte. Also ich muss ja offiziell eigentlich das Kloster erobern, aber komm, wir machen einfach alles. Im Laufschritt, Herr. Oh, da geht's jetzt ganz schön hoch. Also ich komme nicht umhin, dass es hier irgendwo hochgeht. Im Trab. Ja, Herr. Vorwärts. Schnell. Vorwärts. Schnell. Werden angegriffen. Sterbt durch meinen gerechten Zorn. Und los. Wir rücken aus. Der Tag der Abrechnung steht auf der Jagd. Ihr stellt euch da hin. Ihr könnt auf die da hinten schon mal schießen. Ihr haut die hier um. Bleib liegen. Irgendwie benutze ich gerade eben die Ritter eher als Tanks und nicht andersrum, die Infanterie, die dafür eigentlich gedacht ist. Tapfere Brüder des Schwertes, gebt nicht nach! Aber es funktioniert ja. Wertkämpfer! Wir dürfen nicht verweilen. Euer Befehl, Herr. Okay, die Reiter hier müssen jetzt dringend raus. Konnte ich den hier gerade eben nochmal eine verpassen? Reitet wie der Wind. Im Galopp. Reiten wir los, Brüder. Vorwärts, schnell. Es wird geschehen. Da gehen wir schön außen rum und geben denen nochmal eine mit von hinten. Herr, weise mir den Weg. Gebt nicht nach. Wir sind euer Schild und bleib liegen. Setzt sie in Brand. Verwandelt sie zu Asche. Ich benutze jetzt hier direkt die Ulti, weil die Fähigkeit ist sowieso gleich auf Cooldown, sobald wir also nicht mehr kämpfen. Mir nach. Dann kann man die auch ruhig mal benutzen. Bin ich der Meinung. Vorwärts. Okay, geschafft. Dann sammeln wir das ja auch noch schnell ein. Brachte mir auch nochmal Gold ein. Da drüben ist aber auch nochmal irgendetwas. Ich möchte wissen, was da ist, Freunde. Wir dürfen rücken vor. In Gottes Namen. Auf dem Weg. Lasst uns das mal mit den Reitern vorausscouten. Ja. Ja, Herr. Erwarten euren Befehl. Im Galopp. Vorwärts. Schnell. Ja, da sind Feinde. Reitet wie der Wind. Ich reiten wir. Sterbt durch meinen gerechten Zorn. Boah, das Drüberreiten auf den am Boden liegenden hat sie getötet. Der Tag der Abrechnung. Streckt sie nieder. Wie ihr wünscht. Meine Fernkämpfer sind immer noch hier, das ist gut. Euch heile ich wieder hoch. Ja, ihr chargt jetzt von alleine die hier noch an. Das ist auch in Ordnung, das dürft ihr tun. Einsatzbereit. Ja? Und schießen. Oh, da gibt's Kontakt. Reitet wie der Wind. Ja, das sind Ritter, das ist Speerträger, das ist nicht so günstig. Wir dienen euch. Komm, einmal drüber reiten, einmal nur mal drüber reiten.
Es wird geschehen. Komm drüber reiten. Ups! Pferde und Reiter sterben! Nein! What happened? Eure Befehl, Bruder. Okay, das. Es hat offensichtlich nicht funktioniert, was auch immer ich hier gerade versucht habe. Das war ein Debakel. No, ich habe eine Einheit Reiter verloren. Okay, wir holen eine neue Einheit. Du holst das hier. Immerhin wissen wir jetzt, was uns hier oben erwartet hätte. Nochmal eine Belohnung. Holy moly. Ey, ohne Witz, ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, aber gesund war es nicht. Oh, da ist nochmal Reiter, Bogenschützen. Auf mein Wort. Attacke. Die machen wir noch schnell alle. Und hier noch von der anderen Seite. Das heißt, ihr könnt schon mal in diese Richtung gehen. Die Reiter sind ja schneller. Blutsbrüder, reitet wie der Wind. Ah, ist schon erledigt, gut. Es wird geschehen. Das wären garantiert Gegner gewesen, die jetzt hier diese Anhöhe uns wahrscheinlich belästigt hätten. Können wir gerade eben nochmal gucken, aber ich glaube, viel gibt es hier auch nicht. Ah, hier gibt es nochmal einen Querweg. Okay. Egal, mal alle hier versammeln. Oh. Oder auch nicht. Reiterei. Reitet sie nieder. Tapfer und irre. Im Galopp. Da flieht eine Truppe. Ich habe keine Ahnung, warum da eine flieht. Aber ich reite sie nieder. Angriff von hinten. Hier geht es da wieder raus. Und Charge sitzt dir noch voll nieder. Habe ich die gleiche nochmal hier gekrallt. Kann ich nochmal eine Ulti einsetzen. Das hat die Reiter hier ziemlich hart getroffen vom Gegner. Und jetzt charge dir noch an und du hältst jetzt den hier noch auf. Jawoll. Habt ihr gerufen? Ihr macht euch hier gerade eben mal raus und greift wieder an. Ihr macht euch da wieder raus. Charge die wieder ran. Das läuft ziemlich gut hier mit diesem permanenten Chargen und raus. Wir dienen euch. Eine Chance, Ehre zu beweisen. Einmal Ulti bitte. Vergeltung. Also Kavallerie ist sehr, sehr mächtig, außer gegen Speerträger. Wie wir gesehen haben. Wir haben beides gesehen. So, dann rückt unsere Infanterie schon mal vor. Und zwar irgendwie zu diesem Kloster. Ich glaube tatsächlich, dass ich diesen geheimen Weg hier gehen möchte. Der sieht für mich irgendwie interessanter aus. Und nicht diesen hochoffiziellen. Kavallerie, ja, Bruder. Der Tag der Abrechnung steht bevor. Auf dem Weg. Da muss ich jetzt irgendwie hin. Ich sehe aber noch keine Gegner. Wir rücken aus. Jetzt sind Vorwärts. Gegner zu sehen. Attacke! Attacke! Bogenschützen! Setzt sie in Brand! So, jetzt kommen die Reiter. Es wird geschehen. Es wird geschehen. Sterb durch meinen gerechten Zorn! Na, habe ich die Bogenschützen ist ja schon mal gut gestellt. Tapfere Brüder des Schwertes. Gebt nicht nach! Wir dürfen nicht verweilen. Euer Befehl? Und bleib liegen! Gut. Kann die Ulti hier zünden. Kann denen die extra Schaden verpassen lassen. Ihr greift die jetzt hier noch mit an. Dann mache ich hier sofort die Ulti. Die Bestrafung erwartet euch. Nice. Das hat funktioniert. Ich werde mit den Mönchen reden. Nach allem, was passiert ist, solltet ihr vielleicht hier warten, Herr. Sie trauen bewaffneten Männern nicht über den Weg. Verständlich. Wir warten dann hier auf euch. Sagt den Mönchen, ich danke ihnen für ihre Hilfe. Natürlich. Herr, Späher berichten von einem großen Trupp auf dem Weg. Sie wollen das Dorf angreifen.
Ich brauche Zeit, um mit den Mönchen zu reden. Was sollen wir tun? Wir verschaffen euch Zeit, Malcolm. Konrad, ruf alle zusammen. Wir müssen das Dorf gegen den Feind verteidigen. Okidoki. Los, wir müssen uns zurückziehen und sammeln. Wir sind aber noch nicht fertig, so wie es aussieht. Wir müssen zum Dorf zurück. Ja, Herr. Da gibt's mal was zum Einsammeln. Ich höre. Lanzen und Schwerter. Ich glaube, ich schicke schon mal die Reiter vor. Schnell. Komm zu mir, Brüder. In Gottes Namen. Ja, Herr. Ah, wir haben es schon erobert. Perfekt. Das heißt, wir können alle runter. Also gut, es eskaliert bereits. Also vertreibt den Feind aus dem Dorf. Reiterei. Das werden wir jetzt hier versuchen. Ich werde mein Können beweisen. Ich schicke hier schon mal einen Reitertrupp dahin, einen Reitertrupp dahin. Euer Befehl, Bruder. Schnell wie der Wind. Sterbt durch der charge da rein. Und der charge da rein. Du gehst dahin. Ihr kämpft hier noch mit. Schwertkämpfer im Laufschritt, Herr. Kavallerie einsatzbereit. Der baut hier gerade eben seine Ulti auf, das ist gut. Lasst Salven regnen. Ja, natürlich waren die Bogenschützen wieder schneller hier. Brechen auf. Lasst Salven regnen. Setzt sie in Brand. So, jetzt hau mal die Bande hier um. Gebt nicht nach. Euer Befehl. Du kannst deine Ulti nutzen. Ja. Du auch gleich. Spürt meinen Zorn. Der soll jetzt extra Damage bekommen. Ulti aktivieren. Er kann auch seine gleich benutzen. Da liegt wieder irgendwas rum, was man einsammeln sollte. Schwäbische Lanze. Ist das die von den sieben Schwaben? Diese Maden hatten uns nicht viel entgegenzusetzen. Warum waren wir so besorgt? Tja, ich ahne es. Weil da noch mehr kommt. Hey, Bruder. Ulrich lässt euch grüßen. Ulrich? Der Schurke ist Ulrich. Männer. Es ist noch nicht vorbei. Ich hab's befürchtet. Bauen wir einen Wachturm und Palisaden, um unsere Verteidigung zu stärken. Okay, dann machen wir das doch mal. Palisaden kann ich bauen. Warte mal, wo soll ich die denn jetzt bauen? Ah, hier kann ich welche bauen. Okay. Ich kann auch hier welche bauen. Ah, dafür reichen die Ressourcen nicht mehr aus. Dann ist das Holz jetzt weg. Sind bereit. Okay, dann gehst ihr nämlich jetzt da hoch. Dann könnt ihr nämlich von da oben nicht so leicht angegriffen werden. Tapfere Brüder, ich rücke aus. Wir haben jetzt diese Palisaden hier. Ich hoffe tatsächlich, dass das Sinn macht, weil es sah so aus, als ob sie von hier kommen würden, ne? Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Reiten wir. Sie kommen, Herr. Ja, sie kommen. Die verfluchten Teufel kommen durch den Sumpf. Wir sollten sie mit Pfeilen spicken, solange sie im Schlamm festsitzen. Ganz kurz. Ich rücke aus. Im Trab. So, dann gehe ich jetzt hier mal außen rum und versuche die hier niederzureiten da hinten. Schnell wie der Wind. Verdient haben sie es. Sterbt durch meinen gerechten Zorn. Tapfer und ehrenhaft. Da kommen noch mehr von der Flanke. Ja, Herr. Und bleib liegen. Gebt nicht nach. Verwandelt die Ulti aktivieren. Erwarten euren Befehl, Herr. Im Galopp. Vorwärts. Schnell. Es wird geschehen. Okay, also ich hätte die Palisade vielleicht woanders hinpacken sollen. Ihr kommt mal besser wieder zurück. Ja. Da, wo die alle auch wirken können. Ulti aktivieren, damit die ja down gehen. Die Bestrafung erwartet euch. Kommt zu mir, Brüder. Da muss ich mal was für die Ausdauer tun bei dem Kollegen da drüben. Das ist noch mehr Fernkämpfer, okay. Ja, Bruder. Euer Befehl, Herr? Ja, im Trab. Vorreiter. Zurück, zurück, zurück. Ich darf nicht scheitern. Wir sind euer Schild. Wir werden angegriffen, Bruder. Reitet sie nieder. Angriff, Brüder. Oh, die sind leider super langsam gerade. Habt ihr gerufen? Wie können wir euch dienen? Die Frevler werden fallen. Gebt nicht nach. Es wird geschehen.
Reitet wie der Wind. So, jetzt seid ihr nämlich mein Ziel hier. Oh Gott, das ist ein Speerkämpfer. Nee, auf die habe ich keine Lust. Ja, Herr? Erschlagt sie alle! Oh, der Sumpf macht uns halt super ätzend langsam. Attacke! Auf uns ist Verlass. Und bleib liegen! Bogenschützen erwarten. Nochmal extra Schaden hier verursachen lassen. Ulti aktivieren. Die Frevler werden untergehen. Gebt nicht nach! Ulti aktivieren. Ulti aktivieren. Die Bestrafung erwartet euch! Spürt meinen Zorn! So, die Reiter ziehen wir mal aus diesem Nahkampf raus, hier wo die Speerkämpfer sind. Das muss nicht sein. Also wenn, dann von hinten angreifen. Okay. Schon wieder dieses dämliche Horn. Ich fange an, Hörner zu missachten. Ich rücke aus. Wegen dem, was ich hier erleben muss. Reitet wie der Wind. Wir chargen hier quer. Ulti aktivieren. Extra Schaden verursachen. Nochmal eine Ulti aktivieren. Der baut gerade eben seine Ulti leider erst auf. Hier versuche ich den Gegner umzuhauen. Oh Gott, hier werden wir schon wieder beschossen. Reiterei. Die Reiterei kommt hierhin zurück. Hält jetzt mal die da auf. Du kümmerst dich um die da. Also die da drüben haben, also die Bogenschützen, denen wird nicht langweilig. Das ist offensichtlich. Da ist noch mehr Einheiten, die wir niederreiten können. Komm jetzt. Ach, das geht nicht, weil da der Sumpf ist. Ich hab's verstanden. Okay, komm, dann probiert's ihr hier. Ulti aktivieren. Also Kavallerie ist hier definitiv im Nachteil durch den Sumpf. Ich darf nicht scheitern. Gebt nicht nach! Euer Befehl. Der Reiter muss da weg. Du musst den hier aufhalten. Den hier umhauen, bitte. Du killst den da. Ihr macht immer noch den da nieder. Wobei die Bogenschützen eigentlich in echt in diesem Sumpf schon ein paar Vorteile haben dürften gegen die Reiter. Da gibt es ja auch einige historische Beispiele. Oh nein, 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 oh nein. Schnell wieder Wind! Charge. Bums. Überquere das Schlachtfeld. Und von hinten angreifen. Gebt nicht nach. Ihr habt's geschafft. Hier wieder weg. Euer Befehl. Reiterei. Reitet wie der Wind. Reite dir nieder. Kavallerie erwartet mit Trab. Und wieder raus. Reiten wir los, Brüder. Ja. Wir haben leider keine Ausdauer mehr. Vorwärts. Oh, wir haben es geschafft. Oder auch nicht. Achtung, sie greifen wieder an. Ja. Kämpft, ist unsere Chance. Kämpft mit Gottes Stärke. Auf mein Wort. Schnell wie der Wind. Charge. Sterbt durch meinen gerechten Zorn. So, der Reiter hier ist auch schon mit dabei. Bleib liegen. Da kommt schon wieder was. Ey, die haben endlos gefühlte Ressourcen hier, ne? Ich habe nicht genügend Holz, um noch mehr zu machen. Lanzen und Schwert. Der Jäger wird zum Gejagten. Spürt meinen Zorn. Oh, da sind einige gerade hops gegangen vom Gegner. Das ist gut. So, die Kavallerie einsetzen. Charge. Bums. Die Reiter werden angegriffen. Nichtsnutzige Narren. Vernichtet sie. Ich darf nicht schaffen. Schwertkämpfer werden angegriffen. Ja, dafür habe ich euch ja auch daher geschickt, dass ihr angegriffen werdet. Wir sind euer Schild und eure Klinge. Attacke! Wir dürfen nicht verweilen. Gebt nicht nach. Ja? Erwarten euren Befehl, Herr. Ein endloser Fluss, ey.
Bin gespannt, ob ich das in dieser Folge noch schaffe, beziehungsweise wir sind ja jetzt schon in der Verlängerung, könnte man sagen. Und bleib liegen! Kavallerie erwartet Befehle. Komm zu mir, Brüder. Ja, wir sind schon da. Extra Damage. Setzt sie in Brand! Lasst Salven regnen! So, die haben wir auch geschafft. Da kommen schon wieder ein paar Speerträger, auf die ich keine Lust habe. So, wieder drüber gecharged. Wieder eine Ulti zünden. Da kommt die nächste Ulti gleich. Kavallerie einsatzbereit. Du reitest jetzt hier einfach mal durch und haust sie einfach alle nochmal um. Und machst dich dann sofort wieder zurück, weil dann nämlich wieder ein paar böse Speerträger kommen. Im Galopp. Euer Befehl, Herr. Da wollen wir nicht bleiben. Angriff in den Rücken. Und wirklich durchchargen. Zack. Oh. Es ist nicht zu schwer, aber es ist schon knackig. Es ist nicht vorbei. Man wird euch jagen. Ach was, zu Tode hetzen. Ihr werdet keinen Frieden finden. Ich hole euch. Wann sind die unhöflich? Nur zu, ich warte. Genau mit dem Schildschlag. Bum, bum. Männer, ihr habt heute tapfer gekämpft. Und euren Wert 100-mal bewiesen. Ich bin stolz auf euch. Das war eine harte Schlacht. Ich habe die Texte, Herr. Ich glaube, ich weiß, wo die Reliquie zu finden ist. Was für ein Segen. Lasst uns im Lager darüber reden, Malcolm. Oh ja. Jetzt haben wir uns erstmal 5 Minuten Pause verdient. So, auch das haben wir gewonnen. Wir haben alle Missions-Objectives erledigt. Haben Level-Ups gemacht. Das war sogar eine ganze Menge. Boah, so knapp vor dem nächsten Level. So, wir fanden auch hier das Ketzerschwert. Theoderich barg diese scharfe Klinge und den passenden Schild von einer Leiche der falschen Kreuzritter. Ah, Ketzer. Ihre Qualität beeindruckt ihn sogar so sehr, dass er über die Herkunft der Schmiedestücke hinwegsah und entschied, sie zu nutzen. Dann haben wir noch die Brustplatte des Reumütigen, die Mönche von Alba Dominorum, die Ulrichs Angriff überlebten, gaben dem Trupp diese robuste Brustplatte, nachdem sie die ganze Nacht dafür gebetet hatten, dass die Tugendhaften siegen. Ein Item habe ich nicht gefunden. Und die schwäbische Lanze. Nach der Schlacht am Kloster brauchte Gascoigne eine neue Lanze und hat sich für eine schwäbische entschieden. Der Franzose. Diese hier wurde aus dem Stamm einer Tanne aus dem Schwarzwald angefertigt und trifft genau seinen Geschmack. Tannenholz. Okay, ist sehr biegsam. Aber ich bin kein Fachmann. Ich weiß nur, Tannenholz ist jetzt nicht gerade für seine Härte bekannt. Weiß nicht, ob man daraus Waffen gemacht hat. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Ihr entscheidet, ob es hier weitergeht. Zeigt mir das Ganze durch die Views und die Likes in den vorherigen Videos und auch in diesem. Macht's gut. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall auf meinem Kanal. Tschüss und Ade.